Herzlich willkommen zum DLR Webcast. Was wir hier auf der linken Seite vor uns sehen, ist Maskott. Maskott ist ein ungefähr 10 Kilogramm schweres Landepaket, welches Ende 2014 auf der japanischen Sonde Hayabusa 2 mitfliegen wird. Dann geht diese ganze Kombination auf eine ungefähr 4-jährige Reise zu einem Zielasteroiden, der noch den etwas kryptischen Namen 1999 JO3 trägt. Und da wird dann diese Landeeinrichtung abgekopselt von der Muttersonde, fällt dann in einem freien Fall völlig antriebslos auf die Oberfläche und beginnt dort dann mit den wissenschaftlichen Aufnahmen. Der heutige Tag wird so aussehen, dass wir das Landemodul und auch die Vorhaltevorrichtungen noch entsprechend vorbereiten werden. Danach werden wir erstmal den Separationsmechanismus natürlich einbauen und dann beide Module miteinander verbinden. In der Konfiguration wird es auch später an die Muttersonde eingebaut werden. Und dann übergeben wir die Kapsel an die Kollegen vom ZAHM, welche dann die Kapsel in den Turm bringen. Wir sind hier im Inneren des Fallturms Bremen. Wenn wir nach oben sehen, sehen wir die 110 Meter Fallstrecke, die Kapsel durcheilt. Wir nehmen uns das Experiment. Und im Anschluss daran wird die Fallkapsel in die Spitze des Turms gezogen. Die fällt 4,7 Sekunden durchs Vakuum nach unten. Und in dieser Zeit herrscht in der Kapsel und auch im Experiment Schwerelosigkeit. Der Auffangbehälter ist gefüllt mit Styroporgranulat. Das ist dieses Material. Und da wird die Kapsel auf einer Strecke von 6 Metern abgebremst. Da die Fallkapsel ja relativ schnell ist, also 170 Kilometer pro Stunde drauf hat, ist das im Prinzip wie ein schwerer Autounfall auf der Autobahn. Dann wird das ganze System evakuiert. Wir evakuieren auf 10 Pascal Restdruck. Das heißt, hier wird ein Vakuum produziert, das die Qualität eines Hunderttausendstel des normalen Umgebungsdrucks hat. Das dauert ungefähr 2 Stunden, da werden 1700 Kubikmeter Luft rausgepumpt und im Anschluss daran kann die Kapsel dann abgeworfen werden. Maskott hat 4 wissenschaftliche Instrumente. Es handelt sich hierbei um eine Kamera, um einen Radiometer, um ein Magnetometer und um ein Infrarotmikroskop. Je nachdem, wie das Gravitationsfeld ist und wie hoch der Impuls ist, kann Maskott dann zwischen 60 bis 200 Meter über die Asteroidenoberfläche springen. Wir haben nochmal den Schwerpunkt leicht verändert und was jetzt endlich bei dem Test rauskommt, das werden wir jetzt sehen. Dann legen wir los. Und dann in 3, 2, 1. Jetzt ziehen wir sie aus dem Abfangbehälter mit dem Styroporkühlchen langsam hinauf. Und man sieht wirklich, es steckt was drin. Jetzt werden sich die Styroporkühlchen leicht dann nach oben bewegen und jetzt zur Seite wegschieben.
wenn Masket auf dem Asteroiden landet, dann ist es bestimmt eine Erfahrung, die es selten gibt im wissenschaftlichen und ingenieurswissenschaftlichen Leben. Wenn man sieht, dass sozusagen nach zahlreichen Jahren der Arbeit dann ein kleiner Lander da oben funktioniert und wissenschaftliches Material zurücksendet. Ohne jetzt wirklich schon einen näheren Blick auf die Daten geworfen zu haben, können wir sagen, dass der Test sehr erfolgreich war. Jetzt beim schnellen Inspizieren sehen wir wirklich keine losen Elemente, keine gebrochenen Streben. Momentan bin ich sehr zufrieden, wie es gelaufen ist.